Die iPhone 16 Modelle sind zurück aus dem Testlabor. Die überraschende Erkenntnis: für viele reicht schon das einfache Basismodell, das iPhone 16. Warum das so ist und warum das sogar vielleicht Absicht ist von Apple, das erklären wir euch jetzt. Ja, wir haben jetzt beide Generationen im Vergleich, hier das iPhone 15 und hier das iPhone 16 und man sieht jetzt rein optisch und von der Größe ist es gleich geblieben, aber zum einen die Kameralinsen, also die Objektive, sind jetzt beim 16er direkt übereinander orientiert und beim 15er waren sie schräg. Das ist aber tatsächlich mehr als nur ein optisches Gimmick. Denn wenn man jetzt Videos aufnimmt, dann hat man mit dem 16er erstmals in einem Basismodell Möglichkeit, auch 3D-Videos für die Vision Pro aufzunehmen. Das heißt, sollte es diese Geräte noch geben, kann ich in 20 Jahren mir die Fotos vom Familienausflug damals 2024 anschauen. Und zwar jeder in 3D. Das ist schon mal eine Sache. Vielleicht für viele wichtiger ist eine Neuerung am Gehäuse. Man sieht hier beim iPhone 15 war es hier noch nackig und hier ist eine neue Taste. Das ist schon mal für viele, glaube ich, die wichtigste Hardware-Neuerung. Wenn ich jetzt hier auf diese Kamerataste drücke, also einmal doll drücke, startet die Kamera und nochmal gedrückt, zack, wird ein Foto aufgenommen. Das ist schon mal der Hauptvorteil, ich glaube für viele Leute ein richtiger Hammer. Und eine zweite neue Funktion, die auch sehr einfach ist, wenn ich gedrückt halte, dann starte ich jetzt ein Video. So, und wenn ich loslasse, ist das Video, hat es wieder aufgehört. Wer noch ein bisschen mehr rausholen will, für den zeigt sich, warum Apple eigentlich sagt, nee, das ist keine Taste, das ist viel mehr. Denn wenn ich jetzt, ich hoffe, mir gelingt es, so halb durchdrücke, also nicht voll durchdrücke, dann habe ich hier, erscheint ein neues Menü, wo ich Feineinstellungen vornehmen kann. Zum Beispiel jetzt zoomen. Ich kann jetzt auch erst zoomen auf zum Beispiel hier, zehnfache Vergrößerung. Jetzt will ich aber nicht die Vergrößerung ändern, sondern andere Dinge. Dann kann ich zweimal drauf tippen oben auf die Taste. Und jetzt bin ich nicht beim Zoom, sondern hier kann ich so Grundvorgaben wählen. Hier sogar zwei Schwarz-Weiß-Modi sind da mit sehr starkem Kontrast oder eher so mit sehr feinen Verläufen. Das ist ein bisschen Gewöhnungssache. Also mit dem richtigen Druck das hinzukriegen. Auf jeden Fall eine interessante Neuerung und ist eine von vielen Möglichkeiten im iPhone jetzt, die Kamera ganz schnell zu starten. Kann durchaus sein, dass manche Leute vielleicht häufiger aus Versehen drauf kommen. Und für die ist eine gute Nachricht, hier in den Einstellungen, Kameraeinstellungen, Kamerasteuerung, gibt es hier die Option, das umzustellen. Man könnte es zum Beispiel mit der Lupe belegen oder man kann auch einfach keine wählen. Und wenn ich dann hier drauf drücke, dann passiert rein gar nichts. Es gibt natürlich schon seit längerem mehrere Funktionen, schnell an die Kamera zu kommen. Einmal aus dem Sperrbildschirm nach links wischen. Ich glaube, das haben viele schon vergessen inzwischen. Und natürlich gibt es auch dieses Symbol. Das ist unter iOS 18 dann auch frei belegbar. Aber das wären schon mal zwei Möglichkeiten, die Kamera schnell zu starten, ohne dass man die Kamerataste benutzen muss. Zu den Fotos und der Fotoqualität selbst ist zu sagen, sind nach wie vor halt nur zwei Kameras auf der Rückseite verbaut. Neues war die Ultraweitwinkellinse mit 12 Megapixel. Nicht ganz so viel Pixel wie beim Pro, das ist ja jetzt bei 48 Megapixel. Aber das macht eben nicht nur ganz gute Ultra-Weitwinkelaufnahmen, sondern kann auch gleichzeitig Makro-Fotos machen. Das war ja eine Funktion, die vorher den Pros vorbehalten war. Apple spricht ja auch von quasi vier logischen Brennweiten, obwohl nur zwei Kameras drin sind. Man hat ein Makro, man hat eine Ultra-Weitwinkel. Linse mit einfach und weil der Sensor halt so hochauflösend ist, kann ich in eine zweifache Vergrößerung in den Sensor reinzoomen und habe dann immer noch eine ordentliche Bildschärfe. Und tatsächlich ist im Test so, dass auch die Zoom-
Aufnahmen so Faktor 2, 3 oder auch 4 noch wirklich ganz gut sind. Dafür braucht man keine Pro-Kamera. In allen wesentlichen Punkten, allen wesentlichen Anwendungen ist eigentlich die Bildqualität vergleichbar. Es gibt sogar einige Punkte, wo auch mal das normale 16er vorne lag oder auch das Pro. Bei komplizierten Beleuchtungsverhältnissen scheint es mir so zu sein, dass das Pro vielleicht da nochmal die Nase vorne und unterm Strich sind die Unterschiede aber minimal. Ein Grund, Apple hat jetzt beim kleinen Pro genauso wie im Vorjahr nur beim Max die Telelinse auf eine fünffach optische Vergrößerung aufgebaut. Natürlich ist hier eben die Telelinse drin, die dann tatsächlich bei großen Zoom-Stufen auch mehr Details liefern kann. Aber wenn ich jetzt nur normal zweifach, dreifach oder auch vierfach zoome, dann sind die Unterschiede vernachlässigbar, weil eben die Telelinse leider noch gar nicht zum Zuge kommt. Das heißt, für die allermeisten Menschen gibt es da keinen Unterschied. Der zweite Punkt, Makro, war für eine Pro-Domäne, auch das gibt's. Es gibt die 48-Megapixel-Hauptkamera mit vergleichbarer Qualität, sowohl bei Tageslicht auch als bei wenig Licht. Es gibt nur ganz einige Punkte, wo man sagen muss, okay, da lohnt sich das Pro. Und das sind eher so wirkliche Pro-Features. Also zum einen, dass man eine Möglichkeit hat, 4K-Zeitlupe zu wählen. Also wenn ich jetzt das hier einstelle, kann ich hier standardmäßig in der Pro-Kamera alles mit 4K 120 Frames aufnehmen, brauche aber entsprechend viel Speicher auch. Während beim normalen iPhone 16 gibt es nur die altbekannte Slow-Mo-Funktion. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt wirklich im Nachhinein Zeitlupe machen wollen. Wahrscheinlich sind das die, die auch nachträglich Videos bearbeiten. Für die gibt es in der Pro-Serie auch noch sehr viel mehr Formate. Anders als im Vorjahr sind die Unterschiede im Alltag, sowohl bei Video als auch bei Fotos, im Normalbetrieb gering. Ja, in früheren Zeiten gab es auch bei der Displayqualität deutliche Unterschiede zwischen den Pro-Modellen und den Basismodellen, zum Beispiel in der Helligkeit. Damit ist jetzt Schluss. Also im Labor haben wir beim normalen iPhone 16 Werte zwischen gut 1700 und etwas über 1900 Candela gemessen. Der höhere Wert wird eigentlich nur in HDR-Bildern erreicht. Beim Pro waren es 1900 bis etwas über 2000, also kleiner Unterschied ist da noch, aber das sind beides super tolle Werte in der Helligkeit. Also wäre jetzt die Sonne rausgekommen, noch während des Drehs, würde man sehen, dass man auch auf dem iPhone 16 draußen im Sonnenlicht gut was erkennen kann. Einen großen Sprung hat das iPhone 16 auch beim Tempo gemacht, denn hier wurde jetzt praktisch eine Prozessorgeneration übersprungen. Das iPhone 15 lief noch mit dem A16-Prozessor, der mit dem 14 Pro eingeführt wurde. Und jetzt das iPhone 16, das hat den A18-Prozessor, praktisch die gleiche Generation wie das Pro, nur eben die Variante ohne Pro. Unterschied ist im Test wirklich minimal. Also es sind so bei CPU-Anwendungen sind das 5%. Bei einigen Spielegeschichten können es mehr sein, aber das ist eine Leistung auf ähnlichem Niveau. Beide nutzen dieses neue 3-Nanometer-Fertigungsverfahren der zweiten Generation, was nochmal ein bisschen mehr Effektivität wohl auch rausholen soll. Und auch der Chip selbst ist nicht nur auf mehr Leistung, sondern auch auf mehr Effektivität getrimmt. Weitere Neuerungen, der Arbeitsspeicher. Das ist nämlich oft so, dass die Basismodelle da gerade bei Apple ein bisschen knapp bemessen waren. 6 GB war es noch beim iPhone 15. Jetzt hat das iPhone 16 aufgeschlossen, wie die Pro-Modelle sind 8 GB drin. Warum das Ganze? Ja, zwei Gründe eigentlich. Artificial Intelligence, das verlangt nach viel RAM. Und was den Prozessor angeht und die Grafikleistung, die ist auch jetzt erstmals tauglich für Raytracing in Spielen. Und eine Kleinigkeit, was Zukunftsfähigkeit angeht, sind die ersten iPhones, die Wi-Fi 7 an Bord haben, auch durch die Bank alle vier Modelle, egal ob Pro oder Basis, Modell. Die ersten Fritzboxen mit Wi-Fi 7 sind heraus und damit lassen sich vor allem auch im Nahbereich richtig hohe Datenraten erzielen und man ist für die Zukunft gerüstet. Wenn es um Akku geht, muss man auch in diesem Jahr sagen, das Plus-Modell ist das Beste und je größer der Akku, desto länger hält das. Klingt banal, ist aber so. Alle iPhone 16 Modelle haben diesem Jahr zugelegt bei der Akkulaufzeit, das ist die gute Nachricht. Auch die Pro-Modelle, die im Vorjahr ja ein bisschen schlechter waren. Das Plus mit über 12 Stunden hat da die Nase vorn, auch vor dem Pro Max. Auch wenn Apple sagt, das Pro Max ist unser stärkstes Gerät mit der längsten Akkulaufzeit, hängt natürlich auch
vom Testverfahren ab. Wir machen es eben mit so einem Industrieroboter, der das Ganze bedient. Das kleine 16er, das hat auch ja so anderthalb Stunden länger durchgehalten als der Vorgänger. Der Vorgänger war bei so 7,5 Stunden, das ist jetzt bei 9 Stunden und 26, also sogar noch mehr als 1,5 Stunden länger. Durch die Bank bieten alle iPhones des Jahres 2024 jetzt wieder eine richtig gute Akkulaufzeit. Wer jetzt drahtlos laden will, der könnte sich jetzt das neue MagSafe-Ladegerät von Apple kaufen, weil das kann nämlich erstmals auch induktiv, also drahtlos, mit bis zu 25 Watt Leistung im Maximum laden und dürfte dann ein bisschen schneller das Gerät voll machen. In den wesentlichen Kernpunkten sind die iPhone 16 Basismodelle den Pro-Modellen praktisch ebenbürtig. Kamera, wenn wir mal vom extremen Zoom absehen, praktisch Gleichstand. Prozessortempo auch fast auf gleichem Niveau. Displayhelligkeit ebenso fast auf gleichem Niveau. Warum also noch ein Pro? In vielen Fällen lohnt sich das Pro nicht, wenn man ganz nüchtern agiert. Eigentlich nur, wenn man 120 Hertz haben will oder wenn man eben diese Kamera-Profi-Features wie 4K, Zeitlupe oder auch die extremen Tele-Zoom-Faktoren über 5 ausnutzt oder auch die Videoformate zur Nachbearbeitung, dann braucht man ein Pro. Die Frage dahinter ist natürlich, warum macht Apple eigentlich seine Basismodelle in diesem Jahr so gut? Ist da was aus Versehen besser geworden, als es hätte sein sollen? Nein. Also die Erklärung ist einfach, die Apple-Strategie verlangt eine gewisse Leistung und deswegen sind einfach die Basismodelle so gut. 3 Punkte sind nämlich Apple für die Zukunft sehr wichtig. Einmal ist das die Apple-KI. Apple Intelligent kommt ja dann 2025 auch auf Deutsch. Dafür braucht man eine gewisse Leistung und auch 8 GB RAM als Mindestmaß. Dann Spiele. Apple sieht durchaus eine Chance, mit dem iPhone den mobilen Spielemarkt zu erobern oder zumindest sich dann ein größeres Stück vom Kuchen zu holen, weil die Prozessoren einfach so stark sind. Dafür braucht es auch Basismodelle, die Raytracing können und auch entsprechend viel Speicher haben. Das ist der 2. Punkt. Und der 3. ist, langfristig will man eben die Vision Pro pushen, auch wenn die im Moment noch zu teuer und vielleicht auch für viele ein bisschen zu schwer ist, um jetzt als Consumer-Gerät durchzugehen, aber das ist eben eine langfristige Geschichte und dafür ist es wichtig, dass Leute jetzt schon mal anfangen, 3D-Videos und 3D-Fotos zu erstellen auf ihrem iPhone und das ist insofern wichtig, dass auch die Basismodelle dabei sind.